Hey Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich euch meinen selbstgebauten Fräslift vorstellen. Fräslifte gibt es schon viele, aber diesen hier, muss ich sagen, habe ich mir selber ausgedacht. Der ist also meinem Köpfchen entsprungen und dann habe ich das umgesetzt. Ihr werdet euch gleich anschauen können, wie. Und es ist mega einfach. Also ich bin der Meinung, das kann man wirklich an viele, viele, viele Oberfräsen so realisieren. Es ist deutlich einfacher als all diese anderen Dinge, die ihr so seht. Ich kann ihn von oben bedienen, das war mir wichtig. Ich kann das schnell machen. Oder für die Feineinstellung kann ich es natürlich auch langsam machen. Ich habe hier mein Plättchen, was ich rausnehmen kann, zum leichten Fräserwechsel. Ja, und jetzt möchte ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Schaut euch das Video an, lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Schauen. Das eigentliche Thema war ja der Oberfräslift. Da gibt es Konstruktionen auf YouTube. Das ist der Wahnsinn. Der kompliziert, ohne Ende. Nachzubauen, genauso kompliziert, aufwendig, schwierig. Und irgendwie hatte ich eine ganz einfache Idee und die möchte ich euch jetzt einfach mal vorführen oder zeigen oder nahebringen oder wie auch immer. Weil wenn die funktioniert, dann ist das super geil. Das könnt ihr super schnell wahrscheinlich an jeder möglichen Oberfräse nachbauen. Ich habe hier einen Schatz aus früheren Beständen. Mannesmann. Wann habe ich das zuletzt gehört? Ich glaube, das Ding ist älter als ich. Weil ich bin schon ganz schön alt. Naja, kann nicht sein. Ich habe sie ja irgendwann gekauft. Die war eigentlich nie richtig gut. Weil das Erste, was sie verabschiedet hat, war hier hinten dieser Hebel zum Feststellen. Der war aus Plastik. Und das, was dann zum Vorschein kam, diese Schraube, Mutter, wie auch immer, die ist nicht mal metrisch. Das heißt, der 10er ist zu groß, der 9er ist zu klein. Ich musste immer den Engländer nehmen. Das war wirklich figelinsch. Das machte keinen Spaß. Und trotzdem, dass ich die festgestellt habe, habe ich es trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, dass das Ding tiefer sägt. Also irgendwie hatte ich auch keine Freunde daran. Dann hat sie sich auch noch verabschiedet vor 2-3 Wochen. Ich habe ein bisschen geschaut und habe herausgefunden, Schalter. Eigentlich war es ein Taster. Den hätte ich dann ja auch immer Tasten drücken müssen. Ja, der hat den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich da eine Lüsterklemme eingebaut und habe das Ding wieder zugemacht. Darf man sicherlich nicht. Das ist jetzt mein Ein- und Ausschalter. Natürlich nur provisorisch. Wenn das Ding erstmal eingebaut ist, dann habe ich mir so einen roten Grün, ihr kennt das von diesen anderen Geräten, der auch an der Tischkreissäge ist. Stromlos? Stromlos Schalter? So ein Sicherheitsschalter, der halt nicht mehr angeht, auch wenn er eingeschaltet war und du hast einen Stromausfall, habe ich mir natürlich bestellt. Wird natürlich alles richtig verdrahtet und eingebaut. Aber jetzt zur Idee. Also, hier ist dieser Revolver drauf. Das ist ja eigentlich bei allen so. Nennt sich, glaube ich, Revolver. Ja. Dieses Revolverteil, das ist hier drauf. Hier vorne war eine Schraube drauf. Und hier steckte dieser Stab drin, wo ihr diese Höheneinstellung mitmacht. So, jetzt habe ich diese Sachen alle abgebaut und habe hier schon ein zusätzliches Loch gebohrt. Ob ich euch das nahe bringe, dieses dicke hier. Und wenn ihr mal von unten schaut, da, in einer Flucht mit dem Loch hier oben. Die Idee ist jetzt, ein Gewinde hier einzuführen, was jetzt noch nicht passt, weil der Raum hier sehr klein ist. Aber dieses Loch hier ist jetzt in einer Flucht mit dem Loch hier oben. So, könnt ihr das sehen? Und super ist natürlich auch, dass das sehr dicht dran ist an diesen Auszügen. Wäre das jetzt weiter weg, dann würde das ja auch irgendwie verkanten können, wenn es hier draußen quasi geschoben wird. Jetzt ist es relativ dicht dran. Gibt ja sogar Leute, die bauen da Wagenheber unter. Da muss ich ja extra eine Unterkonstruktion bauen. Das ist nicht meins. So, jetzt ist so eine normale Schraube mir hier oben einfach zu dick,
weil ich ja auch noch was brauche, um da drum rumzukommen. Eine Nuss muss dann ja auch noch reinpassen. Deswegen habe ich mich für eine Imbu entschieden. Die ist erstmal kleiner und ich brauche auch nicht mehr außenrum, sondern ich kann ja einfach mit dem Imbu, wie der Name schon sagt, rein. So, jetzt habe ich hier unten noch sehr viel Fleisch in dieser Maschine. Das heißt, dieses Teil ist relativ dick. Der Imbu passt hier natürlich jetzt noch nicht rein. Der wird als nächstes ausgefräst, dass der hier reinpasst. Dann guckt er hier oben drauf. Habe keine lange Imbu-Schraube gefunden, so wie diese hier, sondern nur welche, die dann hier oben nur dieses Gewinde haben. Aber der Hub ist viel größer. Deswegen habe ich mich entschieden, ich nehme einfach ein bisschen Gewinde und pappe die beiden hier unten mit so einer langen Schraube zusammen. Dann habe ich meine lange Schraube und dieses zweite Gewinde, das werde ich hier oben reinkleben. So die Idee. Das passt jetzt auch noch nicht, das müssen wir jetzt gleich erstmal ein bisschen flacher schleifen. Ja, dann wird das hier rein verklebt mit diesem Zwei-Komponenten-Kleber. Ich werde das ausprobieren, wir werden alle gemeinsam sehen, ob das funktioniert. Und das Gute ist, was ich glaube, wenn ich dann diese Platte wieder raufbaue und diese Imbu-Schraube ist hier völlig versenkt, dann könnte ich ja in dieser Platte auch ein kleines Loch bohren für den Imbu. Und wenn ich das hier mit einer Gegenmutter so fixiere, dass das kein Spiel hat, dann kann ich diese Einstellung sogar verwenden für den mobilen Einsatz. Dann kann ich zwar nicht rauf und runter schieben, sondern ich muss auch immer drehen, aber ich habe eine feste Einstellung, die sich dann nicht mehr verschiebt. Also mobiler Einsatz scheint trotz des Facelifts dann immer noch möglich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass diese festgeklebte Mutter hier stört. Kann auch nicht, da war ja vorher auch eine Stange. Ja, bescheuert. Erst denken, dann reden, sagte meine Mutter immer. Okay, also fangen wir mal an, diese Mutter kleiner zu schleifen, damit sie dann da reinpasst. So, ich war in der Zwischenzeit tätig. Das hat eigentlich gar nicht lange gedauert. Das waren 10 Minuten. Hier ist die Originalmutter und hier ist meine bearbeitete. Ich habe also ein ganz klein wenig abgeschliffen hier. Passt jetzt auf Anhieb. Und dann habe ich hier einige Kerben reingemacht, damit der Kleber auch ein bisschen mehr Grip hat. Das kann bestimmt nicht schaden. Höchstens helfen. Hier habe ich jetzt diese Skala abgemacht. Habe auch hier ein paar Löcher reingebohrt. Einfach nur angebohrt, dass auch hier der Kleber die Möglichkeit hat, so ein bisschen Grip zu haben. Zeige ich euch mal den bisherigen Fortschritt. Stange rein, Gewinde drauf. So. Und wie ihr seht, passt das. Es hat Spiel. Auch die Schraube lässt sich noch bewegen. Was bedeutet, dass sie nicht verkanten kann. Also bis jetzt sieht es gut aus. Dann werden wir das jetzt mal ordentlich entfetten. So, stinkt. Okay, so werde ich mal anfangen, hier die Löcher zu füllen. Auch was drin ist. Keine Lufteinschlüsse.
Könnt ihr das sehen? Das sind eigentlich zwei schöne Klebe. Schön gerade, dass nichts runterlaufen kann. Noch lässt sich die Schraube auch leicht bewegen. Gefällt mir sehr gut. Wenn es jetzt so geil hält, wie es aussieht, na gut, morgen wissen wir mehr. Hey, da bin ich schon wieder. Zwei Tage später. Also ich habe gewartet, dass das richtig aushärtet. Und ich bin richtig ein bisschen begeistert. Und zwar ist das super bombenfest. Ich habe gestern, nachdem das einen Tag getrocknet war, habe ich noch was nachgelegt. Und zwar habe ich hier noch eine Unterlegscheibe untergebaut, weil hier war ein kleiner Spalt. Das hat mir nicht gefallen. Und habe das dann auch nochmal festgeklebt, weil ich mir überlegt habe, die einzige Belastung geht ja nach unten. Nach oben will die ja durch die Federwirkung von alleine die Oberfräse. Das heißt, wenn ich die Schraube losdrehe, habe ich eigentlich, denke ich mal, gar keine Belastung hier drauf. Links und rechts habe ich auch keine Belastung da drauf, solange das Gewinde freigängig ist, weil ich ja nicht festziehe. Die einzige Belastung ist nach unten. Das heißt, wenn ich die Schraube festziehe, ziehe ich an meiner Mutter nach unten. Und die Mutter zieht ja dann quasi durch diese Klebestelle entgegen der Federwirkung die ganze Maschine nach unten. Und deswegen war es mir wichtig, dass hier unten auch aufliegt, dass ich also einen Kontaktpunkt habe. Und deswegen habe ich mir eine Unterlegscheibe halbiert, zurechtgefeilt und musste ich auch ein bisschen dünner machen. Und jetzt ist die da drin und jetzt habe ich das festgeklebt und ich denke mal, jetzt habe ich wirklich eine super Konstruktion. Jo, dann habe ich hier unten das Loch schon mal erweitert, dass auch die Schraube da reinpasst. Ihr seht, sie verschwindet und andersrum ist sie auch komplett weg. Ich will euch sagen, wie ich das gemacht habe. Also ich hatte kein passendes Werkzeug, ich hatte auch keinen Bohrer, der groß genug war. Und ich habe mir dann einen verhunzten, also so ein Ding eigentlich für die Oberfräse. Der war schon ein bisschen knatterlich, der hat also nicht mehr gut gearbeitet. Den habe ich jetzt einfach zweckentfremdet und habe in der Bohrmaschine so lange rumgehudelt, bis die Schraube letztendlich passte. Gut, jetzt kann ich den wegwerfen. War eh in irgendwie so ein Billigset, hat also auch nicht wirklich toll lange gehalten. Aber mein Gott, das Loch ist drin. Kaufe ich mir jetzt halt einen guten. Apropos Oberfräse, ich hatte ja auch von meiner China-Bestellung erzählt. Sie ist da. Das hier ist das Ding für 40 Euro aus China. Und ja, es war wie beschrieben, ich musste einen deutschen Stecker anbauen. War nicht so schlimm. Achtung. Macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Hab noch nichts damit gefräst. Werde mal die Runden von die Kanten von meiner Schiebeschlitten demnächst bearbeiten. Aber boah, who gives a shit? Für 40 Euro. Lasst euch jucken. Okay, jetzt will ich euch zumindest mal zeigen, dass mein Konstrukt funktioniert. Ich werde erst noch mal die normale Schraube nehmen. Mit einer Unterlegscheibe, damit ich mir die da nicht ins Loch reintüdel. Okay. So, und wie ihr seht, es läuft. Wo ist er? Da kommt er. Also gefällt mir gut. Einmal frei. Geht rein. Und geht auch wieder raus. Ja, also
Das ist schon geil, wenn man irgendwie eine Idee hat, setzt sie um und dann funktioniert das auch noch. Passiert nichts Unvorhergesehenes. Oh Mensch, sag mal, musst du auch gehen. Na also, hätte ich auch eher drauf kommen können. Okay. So, ich habe jetzt also doch noch eine Gewindestange gefunden, werde also doch nicht meine Schraube zerlegen und werde ich mir mal eben ein Stück von abschneiden. So, jetzt bauen wir das ganze Konstrukt mal zusammen. Bedeutet, wir schrauben die Gewindestange durch. Ich mache es vielleicht von der anderen Seite etwas praktikabler. Muss ich nicht so weit schrauben. So, jetzt bin ich einmal durch. Schrauben wir die Kontermutter drauf, damit wir sie gleich auch mit der anderen Mutter kontern können, wie der Name schon sagt, Kontermutter zum Kontern. So, Kontern, Verbindungsmutter. Da ist sie. Bauen auch eine Kontermutter drauf. Und führen das Konstrukt dann oben ein. So die Idee. Es funktioniert. Er kommt raus. Jo, ich würde da noch mal ein klein bisschen Öl ran tun. Aber aktuell funktioniert es wie vorgesehen. Also ich habe noch mal ein paar Sachen nachgearbeitet. Ich will euch das noch mal eben zeigen. Und zwar habe ich hier mit einem Dremel und einem kleinen Metallfräsaufsatz habe ich hier unten noch mal in diesem Loch nachgearbeitet, dass die Schraube jetzt perfekt reinpasst. Und ich habe auch noch eine Unterlegscheibe reinbekommen. Und dann habe ich hier oben, wie ihr seht, nochmal die Muttern angepasst. Das heißt, ich habe auch hier eine Unterlegscheibe eingesetzt. Dann habe ich die beiden Muttern ein bisschen runtergeschliffen. Und diese lange Mutter habe ich halbiert, dass dieses ganze Konstrukt nicht so viel Platz einnimmt, damit ich diesen Schlitten auch möglichst weit ranziehen kann. Also es funktioniert nach wie vor perfekt. Die Idee hat sich also als gut herausgestellt. Nee, klar. Ist klar. So. Ihr seht, er fährt rein. Alles wunderbar. Das bedeutet, meine Oberfräse ist fertig für den Einbau in die Kreissäge. Ja, damit schließe ich den ersten Teil, weil ich ja eigentlich ein Video drehen wollte, was es so noch nicht da ist. Und Projekt ist fertiggestellt und funktioniert tadellos. Also das Resümee ist, es war wirklich einfach. Am längsten hat es gedauert, dieses YouTube-Video zu drehen. Also Gewindestange, Gewinde, ein bisschen bohren, paar Muttern, paar Nacharbeiten, etwas ankleben.
Perfekt. Ja, wer Lust hat, kann auch in den Teil 2 schauen. Da gibt es dann nichts wirklich Neues, weil so ein Frästisch für die Bohrmaschine haben schon mehrere gebaut. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch nochmal reinschauen. Aber hier an dieser Stelle erstmal Ende Teil 1. Danke fürs Zuschauen. Wäre super, wenn ihr den Kanal abonniert. Schreibt Kommentare, wenn ihr wollt. Liken wäre auch geil. Kennt ihr ja alles. Wäre fantastisch. Ich danke euch. Und vielleicht Teil 2. Ciao.